Hab geschlafen, plötzlich habe ich Schreie gehört von einem Mann, so ah, ah, ein paar Mal. Und da habe ich erst gedacht, vielleicht ist ein Betrunkener oder was, es gibt da Ärger oder so. Und dann hat das aber nicht aufgehört, da bin ich aufgestanden, dann habe ich ihn da unten rumrennen sehen und oben über dem Dach habe ich hinten auf der anderen Seite schon gesehen, wie Flammen hochgeschlagen sind. Dann habe ich sofort Feuerwehr gerufen. Ja, ich habe ihn gesehen. Die Bewohner von der mittleren Etage waren draußen und die Frau, die unten wohnt, die waren auch draußen. Die war auch draußen. Der untere ist die Eigentümerin. Notruf ist, also ich habe Polizei gerufen, die haben sofort Feuerwehr und 5 bis 7 Minuten später war die Feuerwehr schon da. Als ich den Schrei gehört habe, habe ich erst mal gedacht, wo ich noch nicht gesehen habe, dass es ein Betrunkener ist oder es gibt irgendwo Ärger auf der Straße oder so. Und dann bin ich aber aufgestanden, habe geguckt und habe sofort da oben die Flammen über dem Dach gesehen. Noch ist vollkommen unklar, wie es zu einem Brand in Neuenstadt am Sonntagmorgen kommen konnte. Gegen 6 Uhr wurde gemeldet, dass ein Haus brennt. Dann sind rund 200 Kräfte zwischenzeitlich vor Ort. Das Feuer wurde gelöscht bzw. die weiteren Maßnahmen laufen aktuell noch. Es gab 3 Personen, die wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es handelt sich bei den verletzten Personen um Bewohner. Es werden aktuell noch 2 Kinder vermisst. Am Sonntagvormittag dann die traurige Gewissheit. In der Brandwohnung wurden 2 Leichen gefunden, bei welchen es sich vermutlich um die beiden vermissten Kinder handelt. Die Kriminalpolizei Heilbronn ermittelt. An Kräften waren sind die Feuerwehren Neuenstadt, Neckarsulm und Heilbronn vor Ort. Es sind Rettungskräfte vom Rettungsdienst da. Vertreter von der Stadt Neuenstadt und die Polizei, die Kriminalpolizei, die ermittelt. Die Maßnahmen werden noch länger andauern, mit Sicherheit über den Laufe des Tages und auch Anfang nächster Woche. Heute Morgen kam es in Neuenstadt am Kocher in der Lessingstraße zu einem Wohnungsbrand. Das Gebäude stand in Flammen. Der Melder
Richtung Feuerwehr ging um kurz nach 6 Uhr los. Die Einsatzkräfte hier vor Ort, die Feuerwehr Neuenstadt, die Feuerwehr Neckarsulm und die Feuerwehr Heilbronn, die Rettungskräfte und die Polizeistelle sind mit 200 Personen vor Ort tätig. Die Zusammenarbeit vor Ort funktioniert sehr gut.
Ja, ja, ja.